Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns kurz anschauen, nach welchen Kriterien wir Wirtschaftsgüter einteilen können. Bitte denken Sie jetzt nicht, dass diese Einteilungen sich gegenseitig ausschließen, sind teilweise überlappend. Stellen Sie sich stattdessen vor, Sie setzen jeweils unterschiedliche Brillen auf und durch diese werden wir dann die Wirtschaftsgüter jeweils betrachten. Die unterschiedlichen Brillen, die wir aufsetzen können, sind einmal die Gegenständlichkeit, dann der Anspruchsgegenstand, die Stellung im Transformationsprozess, die Nutzungsdauer und der Verwendungszweck. Und wir schauen uns das einfach jetzt konkret an, damit es klarer wird. Die erste Brille, die wir aufsetzen können, ist die Gegenständlichkeit. Und dann können wir unterscheiden zwischen materiellen und immateriellen Gütern. Materielle Güter sind Güter, die wir anfassen können, die wir in die Hand nehmen können. Sehen hier als Beispiel ein Auto. Und immaterielle Güter sind eben Güter, die wir nicht anfassen können, die aber trotzdem Wirtschaftsgüter sind. Zum Beispiel, wie hier abgebildet, die Dienstleistung der Wartung oder der Reparatur. Das sind auch Wirtschaftsgüter, die einen bestimmten Wert haben und zur Produktion gebraucht werden, aber man kann sie eben nicht in die Hand nehmen, weil sie immateriell sind. Die zweite Brille, die wir aufziehen können, ist Unterscheidung nach Anspruchsgegenstand. Da gibt es dann einmal die Realgüter und einmal die Nominalgüter. Realgüter sind materielle Güter und immaterielle Güter, die aus sich heraus einen Wert besitzen. Ne? Zum Beispiel diese Maschine hier, die hat einen bestimmten Marktwert oder eine bestimmte Dienstleistung hat einen bestimmten Marktwert. Das ergibt sich auf einem Markt. Ne? Deswegen sagt man, dass das ein reales Gut ist. Auf der anderen Seite haben wir Nominalgüter, die haben keinen Wert aus sich heraus, sondern einen zugewiesenen Wert. Und das Einfachste, was Sie sich da vorstellen können, ist Bargeld. Nächste Brille, die wir aufsetzen können, ist die Stellung im Transformationsprozess. Klar, bei allem, was im Betrieb passiert, passiert eine betriebliche Transformation. Wir haben bestimmte Inputs, bestimmte Einsatzgüter und die werden dann eben zusammengesetzt und das Ganze wird dann transformiert in ein Output-Gut. Deswegen, auf der einen Seite haben wir Inputgüter, das sind Sachen wie Arbeitskraft, Material oder Maschinen, alles Sachen, die wir für die betriebliche Produktion brauchen. Hier abgebildet zum Beispiel die Türen, die wir geliefert bekommen und die wir dann eben montieren. Synonym sagt man auf Deutsch auch Einsatzgut. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben das, die Outputgüter, das sind eben die Güter, die am Ende des Transformationsprozesses stehen und quasi aus dem Prozess herauskommen. Die Sachen, die dann eben weitergegeben werden an den nächsten Hersteller oder eben an den Verkäufer, an den Endverkäufer. Ja, Beispiel hier ist eben das Auto. Dann können wir die Brille aufsetzen der Nutzungsdauer. Wenn wir nach der Nutzungsdauer unterscheiden, gibt es einmal Gebrauchsgüter und einmal Verbrauchsgüter. Gebrauchsgüter werden bei ihrer Verwendung gar nicht oder erst nach mehrmaligem Gebrauch aufgebraucht. Typisches Beispiel: Grundstück und Gebäude, wie hier abgebildet. Aber auch Maschinen und Betriebsmittel gehören dazu, denn die werden auch nicht sofort aufgebraucht. Man sagt zu den Gebrauchsgütern auch Potenzialfaktoren, weil diese Güter ein bestimmtes Leistungspotenzial haben, das man aufbraucht. Denken Sie an eine Steinaxt, die Sie sich selber gebaut haben. Wenn Sie die paar Mal benutzt haben, dann wird die stumpf und dann ist das Leistungspotenzial aufgebraucht. Aber das Leistungspotenzial kann man auch wieder aufladen, indem man die Axt wieder schärft. Und dann hat man wieder ein bestimmtes Potenzial und dann kann man es wieder verbrauchen. Auf der anderen Seite haben wir eben Verbrauchsgüter, die wirklich jedes Mal komplett verbraucht werden. Bei der Verwendung werden die sofort aufgebraucht oder eben in ein anderes Gut übertragen. Typisches Beispiel sind Werkstoffe wie Holz oder Sachen wie Lebensmittel. Die werden eben bei einmaliger Verwendung sofort aufgebraucht. Auf Deutsch kann man hierzu auch Repetierfaktoren sagen. Die letzte Brille, die wir aufsetzen können, ist die des Verwendungszwecks. Dann können wir nämlich unterscheiden nach Investitionsgütern und Konsumgütern. Investitionsgüter werden verwendet, um andere Güter zu produzieren. Daher kann man dazu auch Produktionsgut sagen. Und das sind eben Sachen wie Arbeitskraft, Material oder Maschinen. Auf dem Bild hier haben wir alle drei abgebildet. Auf der anderen Seite haben wir dann eben Konsumgüter. Konsumgüter sind eben Sachen, die genutzt werden, um einen bestimmten Bedarf in einem Haushalt zu decken. Und das hat eben nichts mit Produktion zu tun. Das heißt, wenn Sie privat Kleidung kaufen oder ein Auto, dann ist das ein Konsumgut und kein Investitionsgut. Wenn Sie ein Auto kaufen, aber das brauchen Sie irgendwie als Transporter für Ihre Ein-Mann-Firma, dann ist das ein Investitionsgut. Okay? Mehr hatte ich zu dem Thema nicht zu sagen.